Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, eine App auf dem Fire TV Stick zu installieren. In diesem Video geht es einmal darum, wie ich Apps installieren kann, die Amazon mir nicht in dem eigenen App Store anbietet, der vorinstalliert ist. Es gibt ja da alle möglichen Tipps, also ADB Sideload zum Beispiel. Ich finde diese ganzen Methoden relativ fummelig und möchte euch mal eine relativ einfache vorstellen, die mir ganz gut gefallen hat. Wir schauen, wie wir eine APK-Datei, also eine App-Datei sozusagen, übertragen können auf den Fire TV Stick und möglichst einfach installieren können. Mein Tipp wäre dazu, wir gehen jetzt einfach hier mal in den App Store, hier unter Apps, und dann gehen wir in die Kategorie. Da gibt es irgendwo nach Kategorie sortieren oder irgend sowas für Sie empfohlen. Wo ist es denn? Ich finde es jedes Mal nicht. Genau, ich glaube, ich bin hier sowieso falsch. Ne? Das ist der große Quatsch hier irgendwie. Kategorien da oben, jawohl. So, und hier gibt es nützlich. Und hier gibt es jetzt die App ES File Explorer. Die klicke ich jetzt an. Und hier, da steht schon, herunterladen gehört Ihnen. Bestätige ich nochmal. Jetzt wird die App heruntergeladen. Das gleiche mache ich jetzt auch auf meinem Android-Telefon. Wenn ihr eine App habt, die schon in der Lage ist, mit FTP umzugehen, braucht ihr das nicht mehr machen. Ich zeige es jetzt hier anhand von dem ES-Datei-Explorer. Also auch auf dem Handy installiere ich mir jetzt die App, falls ich noch keine Möglichkeit habe, entsprechend FTP-Zugriff zu machen. Also ich habe zum Beispiel den Solid Explorer, der könnte das auch. Also ich bräuchte die jetzt nicht installieren hier, aber zum Demonstrieren zeige ich das natürlich mal. So, auf dem Fire TV Stick ist die App jetzt installiert. Ich gehe jetzt hier also auf Öffnen. Und jetzt interessiert mich die linke Leiste. Also hier gehe ich einfach auf Zurück, wenn da Werbung kommt. Aktualisiert natürlich auch nicht. Auch nochmal zurück. So, linke Leiste interessiert mich jetzt. Hier gibt es nämlich Netzwerk. Und hier kann ich dann navigieren zu Remote Manager. Solltet ihr jetzt sehen, genau, Remote Manager. Und ja, mein Fire TV Stick ist halt mit dem WLAN verbunden. Den Status kann er hier auslesen. Und jetzt gehe ich mit der Fire TV Remote einfach nach rechts und nach unten irgendwie. Ich muss auf dieses Einschalten kommen. Zack, da klicke ich auf Einschalten. Das war jetzt echt schon alles, was ich am Fire TV machen muss. Jetzt gehe ich wieder zurück auf mein Handy. So, und öffne hier den ES-Datei Explorer. Ja, zustimmen und weiter natürlich. Bla bla bla. Nein, keine. So, jetzt loslegen. So, sieht genauso aus wie vorne auch jetzt am Bildschirm. Und ich gehe jetzt hier an der Seite auch wiederum auf Netzwerk. Und hier kann ich auf FTP gehen. Also, falls ich jetzt zu schnell war, Netzwerk, FTP. Und jetzt kann ich hier durchsuchen. Ich kann aber, glaube ich, auch manuell hinzufügen. Aber gut, ich Server hinzufügen. Genau, neu hier oben. Das ist der Button, den ich will. Hier wähle ich dann FTP aus. FTP Host Server, der steht ja vorne. Das ist jetzt halt hier der, genau, die IP des Fire TV Sticks bei mir im Netzwerk. Die trage ich einfach ein, schreibe ich ab. So, der Port ist das, was da mit Doppelpunkt steht. Das ist 3721. Modus passiv, Kennwort brauche ich keins. Kann ich die Tastatur wieder ausblenden und sage okay. Benutzerdatenlauf nicht leer sein, dann gehe ich hier auf Anonym und dann darf er eben doch leer sein. So, er kann den Server nicht finden. Ja klar. Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Genau. So. Hier gehe ich jetzt drauf und hier habe ich jetzt quasi den Fire TV Stick vor mir, nämlich den Inhalt der ganzen ja, Ordner. Also hier Download-Ordner ist jetzt der Ordner, der hier drauf ist. Falls ihr mir nicht glaubt, ich zeige es euch auch noch schnell mal. So, und zwar glaube ich lokal kann man sich das angucken, heruntergeladen. Genau, und ihr seht, hier liegen also die gleichen Dateien drin. Und hier sind jetzt auch APK-Dateien drin. Die kann ich jetzt einfach von meinem Handy herunterladen. Also das heißt, ich gehe zum Beispiel auf die Kodi-Seite und kann da die Kodi-APK herunterladen. Kann die hier mit dem ES Explorer in den Ordner legen und damit habe ich sie jetzt hier am Fire TV Stick. Wenn ich sie dann installieren will, muss ich ja nur in diesen Download-Ordner gehen, einmal drauf und kann hier auf Installieren gehen. Wem das jetzt mit dem Handy zu umständlich ist,
Wir treffen uns jetzt am PC und da machen wir quasi einmal genau das Gleiche. So, jetzt sind wir am PC und da können wir genau das Gleiche machen wie auch auf dem Handy. Vorteil auf dem PC, man braucht bei Windows keine Zusatzsoftware und auch bei allen anderen Betriebssystemen ist FTP schon integriert. Das heißt, was muss ich machen? Ich gebe genau das ein, was ich eigentlich auf dem Bildschirm gesehen habe. Ist sogar hier schon drin, Port passt. Also ich gebe diesen String, den ich auf dem Bildschirm vom Fire TV gesehen habe, was mir der ES Explorer angezeigt hat, 1:1 hier so ein und drücke einmal auf Enter. Und hier bekomme ich die gleiche Ansicht, die ich jetzt auch auf dem Handy hatte. Und hier unter Download sehe ich auch wieder diese APKs liegen und kann mir da jetzt, das ist ja der ganz normale Explorer, selbstverständlich auch APKs hinkopieren. Also das heißt, ich lade mir zum Beispiel Kodi runter von der Seite, lege es da rein und gehe dann auf dem Fire TV Stick auf den ES Explorer und kann da mit einem Klick das einfach installieren. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr noch eine schnellere Idee habt. Ich fand das hier eine relativ elegante Methode, Dateien zu übertragen, ohne dass man da viel rumfummeln muss.